Du hast Benzin im Blut. Dann bist du hier genau richtig. Hier ist Andrea Patzelt, die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Hallo und herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast. Ich bin Andrea Patzelt und ich freue mich, dass du jetzt da bist. Auf meinen heutigen Gast habe ich richtig lange gewartet und ich freue mich riesig, dass wir jetzt heute einen Termin gefunden haben. Max Gotzler ist heute bei mir und wir sprechen über ein super, super spannendes Thema. Also zumindest für mich, denn ich beschäftige mich seit über 2 Jahren ganz intensiv damit. Und es geht darum, wie du dich selbst optimieren kannst. Das heißt, wie du besser schläfst, wie du mehr leistest, wie du ausgeglichener bist. Und es geht auch darum, was du tun kannst, um länger zu leben. Wir sprechen über das Thema Biohacking. Max Gotzler ist einer der Top-Experten für Biohacking in Europa und der Vorreiter im deutschsprachigen Raum. Und wie das alles genau funktioniert und was du tun kannst, damit es dir großartig geht, darüber hat Max ein Buch geschrieben. Und das Buch, das heißt Biohacking, optimiere dich selbst. Und darüber sprechen wir jetzt. Zunächst einmal ganz, ganz herzlich willkommen im Premium Jobs Podcast, lieber Max. Ja, vielen Dank, lieber Andrea. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Wo erwische ich dich denn jetzt? Mich erwischst du gerade in meiner Heimatstadt, in Weilheim im wunderschönen Oberbayern. Und da habe ich ja erfahren, dass wir da Gemeinsamkeiten haben, denn du warst auch in der Gegend ansässig. Ja, stimmt. Ganz, ganz lange. Ganz, ganz lange in Murnau. Wie schön. Max, du weißt ja, ich bin Recruiterin und Headhunterin und deswegen ist meine erste Frage in meinem Podcast auch immer die gleiche. Und zwar ist es mir, wenn ich so unseren Bewerbern gegenüber sitze, immer wichtig, sehr schnell so Bilder in den Lebenslauf reinzubekommen, einfach zu gucken, was sitzt da für ein Mensch, was ist ihm wichtig. Und deswegen auch so meine erste Frage an dich zu deinem Lebenslauf. Hast du denn so einen geraden Lebenslauf oder sind da viele Zickzacks drin? Da sind total viele Zickzacks drin. Also ja, ich habe wirklich den ein oder anderen Sprung gemacht und auch die ein oder andere Tiefphase und Hochphase erlebt. Und eigentlich hat meine Zeit angefangen im Basketball. Also ich bin aufgewachsen, schon in jungen Jahren immer sehr, sehr hingezogen zum Basketball gewesen, durch meine Mutter auch, die auch Basketball gespielt hat. Und die Körpergröße hat mir dann auch geholfen, da irgendwie mit gepaart vielleicht mit einer diversen Athletik Erfolg zu haben. Also ich bin mittlerweile etwa 2 Meter groß. Mittlerweile. Wächst du nicht mehr, oder? Nein, jetzt schrumpfe ich eher. Ich glaube, ich bin auch keine, ich sage immer, ich bin 2 Meter. Wahrscheinlich bin ich nur noch 1,99. Aber das auf jeden Fall hat geholfen. Ich wurde dann als Oberbayer im Münchner Umland vom FC Bayern damals auch, die haben die Basketballabteilung ja jetzt ziemlich groß aufgebaut, sind ja auch schon deutscher Meister geworden jetzt. Und damals war das gerade so in den Anfängen, als ich in der Jugend war. Und die haben dann eben die Talente so aus dem Umland rekrutiert. Und das hat mir dann letztendlich auch verholfen, so ein bisschen meinen Namen auf die Landkarte zu bekommen und dann ein Basketballstipendium in den USA zu erspielen. Und dann war ich 4 Jahre in den USA, 2 Jahre in Oregon und bin dann an die Boston University gewechselt, habe da meinen Abschluss gemacht mit dem Hauptfach Psychologie. Okay. Und war aber schon eigentlich so auf der Schiene Profisportler, wollte eigentlich unbedingt die NBA und dann später eigentlich nochmal professionell spielen. Und der Traum ist dann während meiner College-Zeit, hat sich so verändert leicht, wo ich dann gemerkt habe, okay, die NBA wird es vielleicht nicht. Und habe dann schon überlegt, was ich vielleicht dann machen könnte. Und das Thema so Wirtschaftspsychologie hat mich da schon interessiert. Unternehmertum, mein Vater ist auch Unternehmer. Da war ich immer sehr inspiriert, einfach mein Leben da auch so zu gestalten, wie ich das will. Und deswegen hat mich das schon interessiert. Allerdings war es dann zuerst so, dass, also ich habe dann tatsächlich noch nach der Uni in Amerika noch ein Jahr zweite Bundesliga gespielt in München. Mhm. Und eigentlich die Zeit dann auch genutzt, um mich so ein bisschen zu orientieren und habe gemerkt, okay, das war dann gerade so Krisenjahr, so 2008 rum. Genau, ja, 2008, 2009. Und da war dann sowieso mit Jobs nicht so viel für verfügbar für irgendwie junge Uni-Abgänger. Und dann bin ich nochmal
nach Paris und habe einen Master gemacht. Also Paris hat mich interessiert. Ich war ja jetzt auch nicht irgendwie örtlich gebunden, habe mich da an der Sorbonne beworben, wurde genommen, eigentlich für das Masterfach Ökonomie. Und das war der erste Zick, ein Zickzack, weil ich habe das total unterschätzt. Ich habe mir das so vorgestellt, ja, Ökonomie hat auch so psychologische Elemente und eben, ja, geht um Volkswirtschaft und die Dynamiken, aber es war komplett anders. Ich meine, ich weiß noch, die erste Vorlesung hat ein Professor eine Formel mit irgendwie einem kleinen K und einem großen K und irgendwie Wurzel aus in die Tafel geschrieben und ich habe meinen Kopf in meinen Händen versinken lassen und einfach nur gedacht, okay, ich habe total einen Riesenfehler gemacht. Hatte dann Gott sei Dank einen deutschen Mitstudenten dort, der mich so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat und mir Nachhilfe gegeben hat in Ökonomie, dass ich sozusagen das Grundstudium aufhole. Und habe dann aber wirklich eigentlich mich da auch ganz wohl gefühlt. Und dann ist erstmal auch so der Traum des Unternehmers oder des Basketballers. Ich hatte da zwar noch Basketball gespielt, aber der ist dann immer so ein bisschen eigentlich in den Hintergrund gerutscht. Und dann wollte ich auf einmal Investmentbanker werden. Weil da hatte ich auch so Freunde. Wir hatten dann gerade das Buch Wolf of Wall Street. Damals gab es den Film noch nicht. Das war das Buch. Das hat so die Runde gemacht und so ein paar andere noch. Und irgendwie dieser Lifestyle des hart arbeitenden, aber irgendwie diesen um die Welt jettenden und glamourösen Lebensstils, das hat damals so ein bisschen Feuer gefangen. Kann ich mir mittlerweile überhaupt nicht mehr erklären, weil ich da überhaupt nicht reinpasse, aber dazu gleich. Und dann habe ich tatsächlich ein Praktikum bekommen dann im Investmentbanking in Frankfurt bei einer kleinen M&A-Bank. Und das war eine super Lehrerfahrung, aber ich habe schon an Tag 2 gemerkt, okay, das war ein totaler hirnrissiger Gedanke, den ich da hatte. Da passe ich ja überhaupt nicht rein. Und war eben da ein würde ich sagen, ein kleiner Zahlenknecht, so habe ich mich zumindest gefühlt, der bis nach Mitternacht da immer irgendwelche Excel-Spreadsheets macht und war da, aber dadurch, dass es zeitlich begrenzt war, habe ich das einfach mitgenommen und habe mich danach gleich, also während des Praktikums dann schon, das war studienabschließend, in Berlin beworben in der Startup-Szene. Das war dann so, dann eigentlich wieder der Zack, dass ich sage, okay, nee, das ist nichts. Ich versuche da irgendwie im Startup-Feld unterzukommen. Und ein Talent, das ich schon immer hatte, war, ich habe irgendwie mir leicht getan, so Kontakte zu knüpfen. Und hatte da auch im Banking über Kontakte dann eine Introduction zu einer Gründerin, so im Startup-Umfeld, die mir da einen Job angeboten hat. Bei einem Startup, das hieß Kochzauber, ist mittlerweile, wurde dann verkauft so HelloFresh-Idee, lieferbare Lebensmittelboxen. Und eben dadurch, dass es um Lebensmittel ging und um Gesundleben, hat mich das auch schon interessiert. Und dann bin ich dann nach Berlin. Und zeitgleich war ich immer noch so ein bisschen im Sport verankert, hatte auch da Interessen und immer schon so im Hintergedanken, irgendwann mache ich mich mal selbstständig mit irgendwas, so in dem Bereich. Und ja, damals kam dann auch so das Thema Selbstvermessung gerade auf. Also diese ersten Tracker, Fitbit und die Polaruhr und diese Sachen, die halt verschiedene Körperfunktionen messen können. Und habe dann in Berlin so neben dem Job eigentlich angefangen, so eine Art Quantified Self-Bewegung mitzubetreuen. Was ist denn das? Also das ist eigentlich, es hat angefangen, Quantified Self, so ein bisschen der Vorläufer vom Biohacking, wozu wir dann gleich kommen. Ja. Und zwar, das war eben so eine Kommune von Trackern, die einfach Spaß daran gefunden haben, verschiedenste Daten zu messen. Nicht nur Körperdaten, also auch Finanzdaten, auch irgendwie, welche Wörter man in diversen E-Mails benutzt. Also da gab es alles Mögliche. War richtig wild, war eine nerdige Truppe. Und die wurde ins Leben gerufen von zwei Amis, unter anderem dem Kevin Kelly, das ist der Gründer von Wired Magazine, eben auch so ein zukunftsorientiertes Magazin aus den USA. Und die haben das als Quantified Self, also das vermessene Ich, betitelt. Mhm. Und da gab es dann immer eine Konferenz, eine in Amsterdam und eine in San Francisco, so eine kleine Gruppe von Leuten. Und da haben sich wirklich schon so die jetzt auch bekannteren Biohacker und Buchautoren so aus der Paleo-Szene rumgetrieben, unter anderem der Dave Asprey,
der dir bestimmt was sagt. Ja, ja. Und der hat mich eigentlich so an das Thema Biohacking dann rangeführt. Also ich habe den dann auf so einer Quantified Self-Konferenz kennengelernt und habe dem mal meine Idee gepitcht damals. Das war 2013. Okay. So vor 5 Jahren etwa. Und der fand die cool. Also die erste Idee, die ich auch, wo ich dann ja auch angefangen habe, war eine Webseite, die Leuten dabei hilft, ihre Körperwerte, also Blutwerte, Hormonwerte besser zu verstehen. Aha. Und da wollte ich eine Webseite bauen, die eben so ein Dashboard zeigt und gleichzeitig über den Shop, so wollte ich das finanzieren, diagnostische Tests verkaufen, die man versenden kann. Das war damals auch gerade so im Kommen. Und da hatte ich einen Laborpartner dann in Deutschland, bin ganz klassisch eigentlich so mit meiner Vision und einer PowerPoint-Präsentation zu diversen Events gefahren und dann zu den Laboren tatsächlich und habe das vorgestellt. Okay. Und erstaunlicherweise ist das sogar recht schnell auf Resonanz gestoßen. Also das habe ich ganz gut verkaufen können. Dann zeitgleich muss ich sagen, das Startup, das hat dann Probleme bekommen und da habe ich dann, wurde mehr oder weniger gefeuert, nach ein paar Monaten nur in Berlin, war dann joblos. Und das war dann schon mal kurz brenzlig. Also da habe ich dann schon überlegt, okay, was mache ich jetzt? Also ich hatte die Vision, da mich selbstständig zu machen und auf der anderen Seite natürlich irgendwie wollte ich auf eigenen Beinen stehen und nicht mehr irgendwie zu meinen Eltern laufen müssen und hatte dann über Unterstützung aber von meinem Vater dann die Chance tatsächlich zu gründen. Also dann habe ich gesagt, gut, die Idee, die ist irgendwie cool und jetzt probiere ich das mal. Und ganz im Kleinen habe sozusagen aus meiner kleinen Berliner Wohnung da angefangen und da irgendwie einen Designer engagiert, der mir meine erste Webseite gebaut hat für damals 100 Euro, weiß ich noch. Da hat er mir einen Spezialdeal gemacht. Okay. Und ja, dann habe ich da angefangen, eigentlich in diesem Quantified Self-Bereich mit dieser Idee. Und hatte eben ganz gute Kontakte in die USA und ja, und nach ist das Unternehmen hat sich also wirklich wie ein Chamäleon immer wieder verändert. Ich habe gemerkt, das Geschäftsmodell mit der Diagnostik funktioniert nicht so gut. Also das war einfach schwierig, das den Leuten zu verkaufen. Allerdings, was sehr gut funktioniert hat, waren die Inhalte. Also ich hatte super PR. Ich hatte damals die Brand 1, eine Wirtschaftszeitung, die kam auf mich zu. Die haben dann ein Interview gemacht mit Bild, ganze Seite. Danach kamen alle. Da kam dann die Zeit, RTL Extra, ARD, Panorama, Mittagsmagazin, Morgenmagazin. Da bin ich durch alle Sendungen mal durchgelaufen und hatte da mal so kurz so einen Moment irgendwie, wo auf einmal ich wahnsinnig viel Presse hatte und dadurch viele Besucher auf der Webseite. Okay. Was war das, was die Leute damals so interessiert hat? Also was war das, was so faszinierend war? 2013 war das. Ich weiß noch, also ich habe unten immer noch so ein paar Zeitungsausschnitte. Also eine Zeitung hat es betitelt Maximilian, das Leben der Labor. Genau, ne, die Brand 1 war der Körperoptimierer, glaube ich, war die Überschrift. Es ging sehr, sehr viel um, wie einer so verrückt sein kann und seinen ganzen Alltag vermessen und irgendwie sich auf eine Körperfettwaage stellen und irgendwie sein Leben optimieren. Ja. Und die am Anfang war es sehr, die wollten eine negative Story draus machen. Das war ganz interessant, weil das ZDF, die Journalistin hat mich dann nachher angerufen und hat gesagt, du, ich muss dir sagen, der ganze Drehtag, der war ja super sympathisch und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich verstehe das irgendwie auch, was du machen willst, aber wir haben eigentlich den Auftrag, das so richtig narzisstisch und negativ darzustellen. Mhm. Und jetzt bin ich so in einem Konflikt und so. Und dann haben wir irgendwie so einen Kompromiss gefunden, wo sie dann so das so ein bisschen zweiseitig irgendwie beleuchtet hat. Und da sehe ich auch eine Problematik mit dem ganzen Biohacking und das ist tatsächlich auch so, dass viele in der Szene so ein bisschen eine Art Selbstoptimierung mit dem Zweck der Selbstoptimierung betreiben. Also dass da so ein bisschen das größere Ziel verloren geht. Worum geht's eigentlich? Und eigentlich ist es ja wieder nur eine von diesen Techniken, die den Leuten hilft, ihr eigenes Glück zu schmieden. So drücke ich das immer aus. Mhm. Also dass es ihnen einfach besser geht, ne? Also dass die Leute einfach die Möglichkeit haben, dass sie sich wohler fühlen und besser schlafen können und einfach auch belastbarer sind, oder? Genau, also es fängt aber an bei einem Verständnis seiner eigenen Biologie. Okay. Ich glaube, da ist auch dieses Wort eben Biologie, Biohacking oder auch von Bios, das Leben und Hacking. Also wenn wir jetzt schon beim Biohacking sind, das war sozusagen dann der nächste Schritt. So nach dieser Selbstvermessung, okay, ich kann einen Haufen Daten sammeln. Ich habe Tracker, die erlauben mir irgendwie nicht nur Schritte, sondern meinen Puls zu messen und
meine Schlafzyklen und mein irgendwie Verhalten. Es gab dann so einen Stimmungstracker, der hat dich dreimal am Tag gefragt, irgendwie, wie es dir geht, und da auch so einen Graph erstellt. Also da gibt es die wildesten Sachen. Mhm. Und die Biohacker aus meiner Sicht war das dann so, dass die haben mit diesen Daten versucht, Kontext zu schaffen. Okay. Also was bedeutet das jetzt für mein Leben? Was heißt das jetzt, wenn ich 10.000 Schritte laufe oder wenn ich so viel REM-Schlaf in der Nacht habe? Mhm. Und wie kann ich das verändern? Und die haben dann so angefangen, das kontextueller zu machen, so ein bisschen lebensbezogener, mhm, und da wirklich Wert für den Einzelnen zu schaffen. Also so eine individuelle Herangehensweise, eben was du gesagt hast im Intro, der Selbstentfaltung, würde ich fast sagen, Selbstoptimierung. Optimierung ist immer so ein bisschen negativ behaftet, weil da kommt man schnell eben in, ich will besser sein als wer, als alle anderen. Das wird immer so suggeriert. Mhm. Aber eigentlich geht es ja darum, auch mir in erster Linie darum, okay, erstmal verstehen, was findet da statt. Mhm. Oder auch wenn ich jetzt jeden Tag in so einen Rechner schaue oder wenn ich mich eben auf eine gewisse Art und Weise ernähre oder wenn ich kalt duschen gehe, so was passiert da in meinem Körper und inwiefern profitiere ich davon oder schadet es mir, mhm, und wie kann ich das für meine Ziele nutzen? Mhm. Und ja, und das ist eigentlich so eine Art Werkzeugkasten geworden mit verschiedensten Methoden und Tools und Produkten und Sachen, die man eben machen kann, mhm, um einen Aspekt seiner Biologie zu beeinflussen. Ja. Und ich finde es super, super spannend. Also ich habe es ja selber entdeckt, tatsächlich in dem Bulletproof-Café von Dave Asprey vor 2 Jahren in Santa Monica. Und an sich tatsächlich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, also ich habe natürlich irgendwie so einen Schrittzähler gehabt. Aber letztendlich bin ich über den Bulletproof-Coffee zu diesem ganzen Biohacking oder Biohacking gekommen und habe mich damit befasst und habe einfach festgestellt, mir ging es noch nie so gut wie seitdem, ich einfach so ein paar Sachen für mich umgestellt habe. Und ich finde das Thema so super spannend und ich weiß aber auch, dass die Hörer, ich glaube, die jetzt zuhören, ich glaube, viele haben noch gar nicht so wirklich einen Zugang, was es genau ist. Und vielleicht können wir das so ein bisschen strukturieren. Du hast ja ein Buch geschrieben jetzt dieses Jahr, ne, über das Thema Biohacking. Genau, also wie das auch zustande kam, war folgendermaßen, dass ich ja schon eigentlich jetzt seit 5 Jahren blogge zu dem Thema. Okay. Und der Verlagschef, der ist auch dann auf den Zug aufgesprungen. Also der Verlagschef der Münchner Verlagsgruppe angerufen und gesagt, du, komm mal vorbei und mach mal so ein Bulletproof Coffee bei uns im Office. Ich muss sagen, jetzt habe ich es auf Bayerisch gesagt, aber eigentlich ist er, glaube ich, ursprünglich Österreicher, deswegen keine Kritik. Aber genau, und so, und dann haben wir das überlegt und erst habe ich mir das gar nicht so erstmal vorstellen können, irgendwie so Hochstapler-Syndrom gehabt. Und dann habe ich das allerdings sehr anekdotisch gestaltet, eben auch mit den Geschichten, so wie ich über Dave Asprey, wie der mir mal einen Witz erzählt hat, über irgendwie, warum Höhlenmenschen keine Biohacker waren, weil sie eben noch keine diagnostischen Geräte hatten. Und eine Sache, ich weiß gar nicht, ob sie es ins Buch geschafft hat, das war eine der ersten Sachen mit Dave Asprey, da war ich mit ihm in dem Café. Ja. Yeah. Und dann kam so ein Mädchen vorbei und meinte, hey Dave, würdest du lieber deinen Freund essen oder eine Kuh, die nicht mit Gras gefüttert wurde? Weil damals war dieses Thema so grasgefütterte Kühe und so. Yeah, yeah. Total. Und dann hat er gemeint, hat mein Freund Gras gegessen? Ist der Gras gefüttert? Sonst esse ich lieber die Kuh. Und so war das eben in den Anfängen, dass auf einmal irgendwie so Leute sich in dem Bereich damit beschäftigt haben, herauszufinden, genau, wie wirkt Ernährung auf uns oder warum ist es besser, wenn wir zum Beispiel Butter konsumieren, die aus der Milch von Gras gefütterten Kühen stammt. Oder okay, die ist höher in diversen Vitaminen und sowas. Und das konnte man eben messen mit den neuen Geräten. Und jemand wie Dave Asprey hat dann Geld in die Hand genommen und hat das einfach mal an sich selber alles getestet, hat das online gestellt. Also so eine Art N ist gleich 1 Studie. Mhm. Mhm. Und ja, und so kam dann eben auch dieses Buch zustande letztendlich. Also das war für mich dann der nächste große Schritt. Das ist ja erst ein paar Monate her, dass es rauskam, wo ich mal über die letzten 5 Jahre alles, was ich so kennengelernt habe in dem Bereich, versucht habe zu strukturieren. Mhm. Und dafür habe ich erstmal eine Schablone gebaut. Also ich habe dann für mich 6 Lebensbereiche definiert. Also das habe ich ja nicht erfunden, sondern manche haben da 4 oder 5. Und ich habe halt gesagt, es geht um, ich zähle es einfach mal auf, mhm, also Ernährung, Bewegung, Erholung,
Mindset oder Balance, nenne ich es auch im Buch, Fokus und Produktivität und Umfeld. Und das Umfeld ist so ein bisschen, glaube ich, wo wir uns auch differenzieren von anderen, den Paleolanern oder sowas. Also das, obwohl die das jetzt auch aufgegriffen haben, aber der Einfluss auch von Kunstlicht auf den Körper, von Temperatur, von elektromagnetischen Schwingungen. Also das alles spielt eine Rolle. Und dann im Buch findet der Leser dann ein Kapitel zu jedem Thema. Also ich beginne mit Ernährung. Das ist auch meistens der erste Schritt für Leute, so anzufangen mit dem Biohacking, weil man oft die schnellsten Erfolge sieht. Genau. Und dann weiter. Aber lass uns doch mal bei der Ernährung gleich bleiben, Max. Also, ja. Ernährung ist ja einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein, einfach um ja, Leistung zu bringen, um belastbarer zu sein. Was sind denn so deine Empfehlungen? Also für jemanden, der so ganz neu ist, wie kann man denn an der Ernährung drehen, um einfach so Veränderungen zu spüren, einfach um einzusteigen? Bulletproof-Kaffee habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob der jetzt reingehört, aber vielleicht, dass du vielleicht da ein bisschen was zu erzählen magst oder einfach so, dass man so ein paar Punkte hat, sagt zum Thema Ernährung, erste Säule von deinem Biohacking-Konzept. Was ist da wichtig? Genau, also Ernährung ist eben eines dieser zentralen Elemente, weil jeder ernährt sich natürlich von irgendwas und man kann sehr schnell Sachen verändern. Zum ersten, nochmal zum Verständnis, was auch für mich Ernährung bedeutet. Also Ernährung ist ja auch eine Art Kommunikation mit seiner Umwelt. Also wenn ich jetzt ganz klassisch mir überlege, wenn ich mich wie unsere Vorfahren irgendwie ernährt habe, dann bin ich irgendwie in den Garten gegangen oder habe einen Salat gepflückt und man nimmt eben zum einen Nährstoffe auf, aber eben auch Informationen, so die mittlerweile weiß man, das kann man das tatsächlich auch testen, also Biophotonen, Lichtinformationen, die da wachsen. Also wir kommunizieren mit unserer Umwelt. Und dann der zweite Aspekt beim Thema Ernährung für mich ist auch, es gibt zwei Elemente dabei, die wichtig sind. Das eine ist, wenn ich meine Ernährung irgendwie anpasse oder verändern oder optimieren will, kann ich Antinährstoffe weglassen, also Sachen, die mir schaden, die mir Energie rauben, die mich schlecht stimmen. Mhm. Und ich kann Nährstoffe zuführen, die einen positiven Effekt haben. Mhm. Das sind die zwei Aspekte, da kann man anfangen. Und bei den meisten Leuten fällt es erstmal einfacher, Sachen wegzulassen, diese Essen. Viele, die ein Problem haben, die nehmen Sachen zu sich, die ihnen nicht gut tun. Mhm. Und ganz oben dabei sind eben die klassischen, die Suchtpotenziale unserer Gesellschaft. Zucker, Alkohol, ja, ich würde sagen, sogar Zigaretten kann man sagen, ist eine Art von, man saugt das natürlich eines auf. Ja, klar. Also das sind so die Themen, wo die Leute sehr, sehr schnell Veränderungen spüren. Also wenn jemand mal Zucker weglässt, erstmal total hart, aber das führt dazu, dass sich der Blutzucker stabilisiert, dass das Hungergefühl wieder normalisiert wird, dass diverse Hormonzyklen wieder stattfinden, weil wir einfach viel zu viel Zucker essen. Mhm. Und also Zucker nicht nur den klassischen Kristallzucker oder Puderzucker, sondern eben wirklich Kohlenhydrate auch, kurzkettige Kohlenhydrate, zum Beispiel im Weißbrot oder eben in allen möglichen Getränken. Kartoffeln und Reis und Nudeln, ne? Also so. Genau, natürlich die schnellen Kohlenhydrate. Und die will ich auch gar nicht so stark verteufeln, dass alles immer nur schlecht ist, sondern es ist halt so, dass wir einfach viel zu viel davon essen und auch gegessen haben. Und jemand, der aber mal wirklich davon runterkommen will, da macht es wirklich mal Sinn, es eine Zeit lang komplett zu entfernen. Also wirklich mal zu sagen, ich verzichte vielleicht erstmal auf die kurzkettigen Kohlenhydrate, also dass man weiterhin Karotten, haben auch Kohlenhydrate, aber eben Gemüse und es wird anders verstoffwechselt. Und da vielleicht hingehen jetzt zum Bulletproof Coffee, denn Dave Asprey hat das erkannt. Also die Amerikaner haben ja noch eine viel größere Epidemie an Übergewichtigen als wir. Und wir haben schon viele. Und er hat gemerkt, okay, die Leute, die tun sich sehr schwer, zum einen auf Zucker zu verzichten und dann mit dem Hungergefühl umzugehen. Mhm. Und hat in Tibet diesen Bulletproof Coffee, den er dann Bulletproof Coffee betitelt hat, entdeckt. Beziehungsweise das war damals noch ein Bulletproof Tea. Also er war im Himalaya und hat ein Getränk angeboten bekommen. Das war ein Tee, wo sie einfach nochmal so einen Batzen Yak-Butter reingemacht haben. Und das war anscheinend so eine, also die Legende ist, glaube ich, dass er ein schwer erschöpfter Dave Asprey da so wandern war und keine Energie mehr hatte. Und dann wurde ihm von einer alten tibetanischen Frau
eben dieses Getränk angeboten. Unglaublich fetthaltig, kalorienhaltig, aber eben kein Zucker, sondern einfach viele gute Fette und Tee. Und dann ging er mit dieser Idee zurück nach Amerika und hat das umgewandelt dann über Experimente in ein Kaffeegetränk, das eben nicht mit Milch, Milch beinhaltet ja auch eben Milchzucker, Laktose und hebt den Blutzuckerspiegel und dann eben Laktose war ja auch so ein Thema. Und Butter ist mehr oder weniger reines Fett mit ein bisschen Protein. Und dann hat er da noch Kokosfett dazu gegeben, also in Form von MCT-Öl, das ja dann in der Szene auch so ein richtiger Trend, so ein Trendprodukt wurde. Ja. Und zwar MCT steht für mittelkettige Triglyceride, MCT, Medium-Chain Triglycerides, und das wird in den meisten Fällen aus Kokosfett oder Palmfett gewonnen und dann eben runtergebrochen auf bis zu zwei Fettsäuren, ein oder zwei Fettsäuren, Kapryl und Kaprinsäure, und es geht sehr schnell, also Kaprinsäure, C8-Öl, kann sogar die Blut-Hirn-Schranke überwinden und liefert dem Körper sehr, sehr schnell Energie, allerdings ohne den Blutzuckerspiegel zu beeinflussen. Mhm. Das Resultat von dem Getränk ist zum einen, man hat eben diese Fette, man hat viele Kalorien, die wirken sättigend. Mhm. Dann hat man noch das Koffein, das durch das Fett auch noch langgezogen wird, also diesen Effekt, dass du sehr lange Energie hast, allerdings ohne Hunger zu bekommen. Ja. Und dadurch wurde dann dieser Bulletproof Coffee, also der kugelsichere Kaffee, so zum einen ein Nahrungsmittelersatz und zum anderen so die Einstiegsdroge in die Welt des Biohackings. Ja, das ging mir auch so. Also erstmal fand ich es extrem lecker. Extrem lecker. Und dann hält das ja wirklich satt bis nachmittags um zwei. Ne? Also das ist wirklich eine coole Sache. Also da brauchst du ja nichts mehr zu essen. Das ist so. Und das ist natürlich also auch erklärbar, weil es sind natürlich viele Kalorien. So eine Tasse hat 300 Kalorien etwa. Ja. Also das ist schon eine kleine Mahlzeit. Und wenn man davon zwei oder drei trinkt, was ja einige dann tun, das, was man halt nicht machen darf, ist kombinieren mit zum Beispiel einem Schokocroissant, weil das wird dann sofort angesetzt. Mhm. Und das raubt dann auch die Energie. Aber das ist genau das, dass man merkt, dass man ohne Zucker enorm viel Energie haben kann. Okay. Dass es einem gut tut, dass man gleichzeitig noch Gewicht verliert, dass man mit dem Getränk irgendwie über die Runden kommt, ohne sich jetzt die ganze Zeit disziplinieren zu müssen. Okay. Und das war der Erfolg des Bulletproof Coffee. Und das mittlerweile ist ja auch, Ed Sheeran hat mal ein Video aufgenommen, dass er das trinkt, und Gwyneth Paltrow und diverse andere Stars, die ja auf den Zug gesprungen sind. Und da das hat es natürlich noch weiter beflügelt. Und in den USA ist das natürlich schon so ein Trend geworden. Ja. Yeah. Absolut. Also das wäre also auch für unsere Hörer einfach mal ein Einstieg auszuprobieren. Genau, also wer das Rezept kurz erklärt haben will, also es ist eigentlich ganz einfach, aufgebrühter Kaffee. Am besten, ich würde immer vorschlagen, Filter. Das eignet sich für den tatsächlich am besten. Es geht aber auch mit einem Espresso oder Americano, geht auch. Dann braucht man natürlich einen guten Mixer. Aha. Ein Pürierstab geht auch, aber es ist richtig lecker erst, wenn man es richtig, richtig schön durchmixt. Ja. Und wirklich die Moleküle spalteten, damit die sich so verbinden. Dann etwa 1 bis 2 Esslöffel Butter. Ich würde erst immer mal leicht anfangen, sagen wir mal 1 Esslöffel. Vorsicht, ja. Genau. Und 1 Esslöffel, also das klassische Rezept ist eben dann noch das MCT-Öl. Ja. Oder Kokosöl, geht auch. Mhm. Und dann kann man es auch noch verfeinern mit einer Prise Zimt oder ein bisschen Vanille, je nach Geschmack, oder ein bisschen Kakaopulver auch. Wichtig, kein Zucker. Dann eben durchmixen und einfach mal ausprobieren. Okay. Also, Gefahr, also kleine Vorwarnung, nicht zu viel MCT-Öl. Die Frage bekomme ich nämlich häufig von Kunden, die dann sagen, sie bekommen so ein bisschen Magenprobleme. Genau, Durchfall. Ja, und also wirklich Vorsicht, langsam. Genau, da muss man ein bisschen den Magen erstmal dran gewöhnen, also auch die Darmflora. Und das ist auch ein bisschen das Schöne an dieser Ernährungsumstellung, auf eine fettreichere Ernährung, dass sich die Darmflora wieder auch ein bisschen normalisiert. Mhm. Denn Zucker fördert den Stamm der Darmbakterien, die dich letztendlich auch dick machen. Mhm. Also da habe ich auch ein Kapitel dazu im Buch, dass eben wirklich Zucker einfach ein Produkt ist, das uns einfach süchtig und abhängig macht. Und wir haben ja sogar Entzugserscheinungen, wenn wir dann keinen Zucker mehr bekommen. Also es ist eines dieser Sachen, wo man wirklich anfangen kann. Es gibt Alternativen und es gibt auch super Zuckerersatzstoffe mittlerweile wie Erythrit oder Xylit, die man, wenn man eben die Süße braucht, verwenden kann. Mhm. Aber das würde ich wirklich jedem mal empfehlen, und dafür ist wirklich der Bulletproof Coffee ein perfekter Einstieg. Fantastisch.
Na, weil dann packe ich das in die Shownotes sowieso, das Rezept. Und das ist einfach wirklich eine gute Möglichkeit, einfach mal auszuprobieren, wie das ist. Und das wäre dann ja einfach auch der Zugang zum intermittierenden Fasten, oder? Also einfach da... Genau, also das klassische Fasten ist natürlich dann eigentlich... Also die streitet man sich, weil der... Also Dave Asprey nennt es auch dann Bulletproof Intermittent Fasting. Eben, dass man sagt, man darf den Kaffee trinken, weil das sind natürlich Kalorien. Also man fastet nicht komplett. Aber... Es eignet sich tatsächlich dazu. Also man verzichtet auf Mahlzeiten bis zu einer am Tag. Also intermittierendes klassisches Intervallfasten ist ja, sagen wir mal, bis zwischen 16 und 24 Stunden, dass man eben abends anfängt und die erste Mahlzeit erst am Nachmittag nimmt oder eben am Vormittag und dann über Nacht fastet. Also da gibt es verschiedene Modelle, aber dass man eben ein Fenster hat, sagen wir mal, von bis zu 4 Stunden, wo man essen darf und dann den Rest der Zeit nicht mehr. Oder bis zu 8 Stunden gibt es auch. Und dadurch dem Organismus Zeit gibt, zum einen zu verdauen, die dann vorhandene Energie, die man dann extra zur Verfügung hat, die eben nicht in die Verdauung gehen muss, die hat man dann im Kopf. Das ist so die Theorie. Und wenn man das öfters mal macht, dann merkt man, es entschlackt. Man fühlt sich leichter, besonders wenn man gewohnt ist, sagen wir mal, mittags einen Nudelteller oder sowas zu essen. Das ruft ja oft dieses bekannte Schnitzelkoma hervor oder Spaghetti-Koma, dass man einfach durch die Kohlenhydrate Blutzucker stärkt erstmal an, dann wird Insulin ausgeschüttet, dann fällt der zu stark ab und man kommt in diesen komatösen Zustand und ist zu gar nichts mehr fähig. Mhm. Und das kann man vermeiden durch das intermittierende Fasten. Mhm. Und gleichzeitig hilft man dem Körper dabei, eben besser zu entgiften. Also wir sind eigentlich auch so ausgelegt als Menschen, dass wir nach einer Mahlzeit 4 bis 5 Stunden Pause machen sollten. Einfach mir hatte sie ein Chronobiologe mal so erklärt, es ist wie eine Oper. Also wir essen was, und das ist sozusagen die Anfangsarie oder sowas, und danach kommt dann so das Intermezzo oder sowas, und wir sollten immer die Oper zu Ende spielen. Mhm. Also eben nicht diese 5 Mahlzeiten alle halbe Stunde oder einen Snack oder sowas essen, sondern wirklich eine Mahlzeit haben, uns darauf konzentrieren, die am besten in guter Gesellschaft essen und dann dem Organismus erstmal Pause geben. Okay, wunderbar. Also ich denke, in deinem Buch, da gehst du ja richtig in die Tiefe und das ist super, super spannend, da einfach diesen Zugang zu bekommen zum Thema Ernährung. Du hast gesagt, die zweite Säule ist die Bewegung und die dritte Säule war Erholung, da geht es um Schlaf. Und da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen. Was können denn die Hörer tun, um besser zu schlafen, um erholter zu sein, um tiefer zu ruhen? Was gibt es da so für Hacks? Was gibt es für Tipps von deiner Seite? Und dann mehr aus dem Schlaf. Da gibt es auch einiges. Und das ganz eigentlich das Spannende auch am Biohacking ist, es ist auch sehr ganzheitlich. Also diese ganze Herangehensweise. Es geht eben nicht nur auf einen Bereich ein. Und auch beim Thema Schlaf, zuallererst möchte ich immer betonen, dass alles ineinander greift. Alle, auch diese 6 Säulen, die ich jetzt definiert habe, die greifen ineinander und mit dem Ziel, wirklich das Leben zu verbessern. Also wirklich so mit dem Verständnis, wie diese Bereiche funktionieren, was man da machen kann, die ineinander auch greifen zu lassen. Und deswegen wird man da auch ein paar Sachen wiedererkennen. Also auch beim Thema Schlaf ist es das Umfeld enorm wichtig und zuallererst allerdings ein Rhythmus. Also gesunder Schlaf ist rhythmisch. Okay. Das ist immer so, was ich den Leuten als allererstes sage. Denn unser Organismus schüttet über den Tag verteilt diverse Hormone aus. Und gegen Abend, wenn das Tageslicht auch weniger wird, dann geht Cortisol eigentlich runter und Melatonin geht dann irgendwann hoch und wir werden müde. Und eigentlich ist der Prozess faszinierend, weil wir sind wie so eine Batterie, die dann leer ist, legen uns hin, schließen die Augen und wachen wieder auf und sind wieder energiegeladen. Also es ist ein Prozess, der natürlich stattfindet. Und die meisten Schlafpsychologen, ich habe dann auch, glaube ich, etliche Schlafliteratur also dazu gelesen, um auch dann das in meinem Buch dann auch richtig zu wissen und einzuarbeiten, ist so, dass man muss den Schlaf nicht in ein Korsett zwingen. Und so behandeln ihn aber heutzutage die meisten Leute, dass man sagt, ach, ich muss jetzt schlafen, jetzt ist Schlafenszeit. Ja. Und davor haben sie aber gerade noch was gegessen und dann noch eine Netflix-Serie angeschaut und irgendwie gerade noch sich bestrahlen lassen und vielleicht Alkohol getrunken und so weiter. Und dann will man auf einmal schlafen und dann klappt es nicht. Mhm.
gängiges Problem. Wir Deutschen sind auch eine Nation von Schlaflosen im Prinzip. Also es gibt wahnsinnig viele Leute, die gelegentliche Schlafprobleme haben. Und der erste Schritt wäre für mich da wirklich so einen gesunden Rhythmus. Und das fängt auch wieder an bei den Mahlzeiten, die Zeiten einzuhalten. Auch zum Beispiel ein paar Stunden vor dem Schlafengehen eben nichts mehr zu sich zu nehmen. Mhm. Auch wenn man gerne mal ein Glas Wein trinkt, dann eben dem Körper so ein bisschen noch die Zeit geben, es zu verstoffwechseln, damit der nicht die Giftstoffe dann über die Nacht abarbeiten muss und andere Prozesse vernachlässigt. Wie lange braucht der Körper jetzt, um ein Glas Rotwein abzubauen zum Beispiel? Also vollständig bin ich nicht ganz sicher. Man sagt ja immer so 0,1 Promille pro Stunde. Allerdings, und das wären beim Glas Wein wahrscheinlich, also ich, mit 2 Stunden ist man schon mal gut dabei. Ich will mich jetzt nicht festnageln, was genau die Zeit ist. Aber es natürlich nicht übertreiben damit, aber so ein paar Stunden machen schon einen Riesenunterschied. Mhm. Also das ist wirklich genauso wie mit dem Kunstlicht. Also Kunstlicht ist auch etwas, das geht in die Augen rein, das beeinflusst unseren Hormonspiegel. Mhm. Da tun sich sehr viele Leute sehr schwer damit, auch ich oft, also das gebe ich gerne zu, dass man eben nochmal aufs Handy schaut oder es mit ins Bett nimmt und den Laptop nochmal anhat. Ja, und die Biohacker haben ja dann eben ein Tool entwickelt, eben zum besser schlafen. Die Blue Blocker Brille, die habe ich auch irgendwie hier. Ja, das ist die schicke Brille. Ja. Genau. Aber sehr wirksam, ne? Erzähl doch mal kurz, wie die wirkt. Dazu muss ich sagen, das haben die Biohacker nicht erfunden, sondern die gibt es schon ewig lang, aber das ist eigentlich so bekannt geworden aus dem Gamer-Bereich. Und zwar, das ist eine ganz normale Brille, die allerdings rötlich getönt oder gelblich getönt wirkt. Ja. Und die Blaulichtfrequenzen rausfiltert. Ja. Bis zu 99%. Also da gibt's tatsächlich eine Firma hier in Weilheim, die das schon seit 20 Jahren machen, okay, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Die nennen sich Prisma und die arbeiten mit dem wirklich besten Lichtbiologen in Deutschland, dem Dr. Alexander Wunsch, zusammen. Ja. Und haben da diverse Brillen. Also eine leichte, die so ein bisschen weniger, also weil die eben dann so auch ein orangenes Bild abgeben, wenn man durchschaut. Allerdings, es wirkt tatsächlich auch fröhlich, so ein bisschen alles leichter, weil eben das ganze blaue Licht ist weg und alles wirkt so ein bisschen heller. Und damit kann man sich eben auch noch vor den Fernseher oder vor den Rechner sitzen, ohne diesen Cortisolspiegel so stark zu beeinflussen. Und das blaue Licht ist einfach das, was dafür sorgt, dass du nicht einschlafen kannst. Genau, man kann sich das so vorstellen, also wenn der Tag eben aufgeht, morgens und abends haben wir vermehrt rote Frequenzen im Tageslicht auch. Und das rote Licht ist so ein bisschen das beruhigende, reparierende Licht. Es dringt tiefer ein ins Gewebe, fördert die Kollagensynthese. Und mittags, wenn die Sonne am höchsten steht, haben wir die meisten Blaulichtanteile. Und über den Tag geht eben der Anteil des Blaulichts hoch und dann wieder runter. Mhm. Und damit auch unser Energielevel. Also Blaulicht suggeriert uns, ja, es ist Zeit, was zu tun. Jetzt sollten wir Energie haben und fördert eben unsere Wachphase und auch den Cortisolspiegel. Mhm. Und so ein Handy, ein Smartphone, hat bis zu 4-mal den Blaulichtanteil des normalen Tageslichts. Wow. Das heißt, wenn ich da die ganze Zeit reinstarre und eben auch in gängigen Großraumbüros ist es ja so, dass die sich wirklich mit diesen Lampen enorm bestrahlen. Natürlich, die wollen ja nicht, dass du müde wirst. Mhm. Das heißt, bis du aufhörst zu arbeiten, ist da ein enormes Kunstlicht dort und der Körper ist in dieser künstlich geschaffenen Umwelt, in temperierten Räumen. Es ist ja warm, wohingegen es draußen vielleicht schon kälter wurde. Kälte ist auch ein Signalgeber für unsere innere Uhr. Mhm. Dann Ernährung und Licht. Mhm. Und in einem Büroumfeld oder im Casino übrigens machen die das ja absichtlich auch so, wo die Sauerstoff reinpumpen, wo die keine Uhren haben, damit der Körper irgendwann nicht mehr weiß, wie viel Uhr es ist, damit die immer weiterspielen. Mhm. Und dieses wieder zuzulassen ist ganz wichtig, wenn wir zurück zum Thema Schlaf gehen. Also diese Signale der Umwelt wieder wirken zu lassen. Dann schläft man nämlich von ganz alleine ein und die meisten Leute haben da schon einen enormen Mehrwert, wenn sie einfach früh abschalten, ihrem Körper auch so ein bisschen selber das Signal geben. Man kann sich fast die Intention setzen, hey, jetzt ist es Zeit abzuschalten, runterzuschalten. Also heißt Handy ausschalten, Laptop ausschalten und einfach die Zeit vorm Schlafen gehen, einfach nochmal so ein bisschen lesen oder... Genau, idealerweise auch vielleicht in guter Gesellschaft bei ein bisschen Kerzenlicht oder vielleicht eben auch noch dann so ein Glas Wein als Abschluss des Tages, so die Belohnung. Das so als Trigger zu nehmen und einzuleiten, okay, jetzt ist keine Arbeitszeit mehr. Und dann, wenn man eben, sagen wir mal, nochmal irgendwie einen Film anschaut oder irgendwie ans Handy geht, dann
diese Brille verwenden, dass es eben, sagen wir mal, ein Hack, das dazu führt, dass man nicht mehr so beeinflusst wird. Es gibt auch diverse Filter schon, wie zum Beispiel F.Lux ist einer. Die Brillen sind besser, weil die eben auch nicht flimmern, natürlich. Also das F.Lux wird vermutet, dass es eben auch, wenn man dann den Bildschirm dimmt oder die Blaulichtfrequenzen da rausnimmt, dass das dazu führt, dass der dann mehr flimmert und das wieder. Also da gibt's diverse Stimmen. Aber es ist immer noch besser, als den Bildschirm auf kompletter Helligkeit irgendwie vor sich haben. Okay. Und also das ist wirklich so ein Thema, diese Störfaktoren erstmal zu eliminieren. Und eben alles, was einen stresst, was einen und eben nicht nur mental, sondern eben auch physiologisch, die Sachen zu eliminieren. Ganz spannend, ja. Also das ist ein großes Thema. Dann auch nicht mehr trainieren ganz spät am Abend. Also es gibt dann diejenigen, die dann um 10 noch ins Gym laufen, habe ich auch schon gemacht. Ja, Also der Körper ist enorm, man kann das auch mal. Und besonders interessanterweise ist es so, dass der Rhythmus wichtiger erscheint als das, was man letztendlich tut. Also es ist auch so ein bisschen das Investmentbanker-Phänomen, dass diese oft über Jahre mit einem enormen, von außen betrachtet, ungesunden Rhythmus leben können. Und die Hypothese hier ist, dass das klappt, weil es rhythmisch geschieht. Sprich, die gehen zwar jeden Tag um 4 ins Bett am Morgen, aber die machen es jeden Tag. Und dadurch passt sich dann der Organismus so ein bisschen dran an. Okay, ich muss das. Und irgendwann laufen sie zwar dann voraussichtlich gegen die Wand oder schaffen den Absprung. Aber diese Rhythmik ist enorm wichtig. Und diese Rituale, ich meine, die hatten wir schon seit ewigen Zeiten, unsere Vorfahren. Wir haben also Morgenrituale, Mittagsrituale, Abend, also auch das Mittagessen, Frühstück zählt dazu. Das sind so Sachen, die sollte, ich glaube, jeder für sich so wieder so ein bisschen finden, entdecken, weil diese eben dabei helfen, diesen Rhythmus einzuhalten. Und eine Welt heutzutage, die aber nicht mehr schläft, wo man eben ständig nochmal Unterhaltung bekommen kann und so, da wird man nicht mehr dazu gezwungen. Das heißt, man muss sich das so ein bisschen wieder selber aneignen. Okay, also wäre eine Idee, einfach ein eigenes Ritual zu schaffen, um einfach ruhiger einzuschlafen und einfach, also Handy auszumachen, Laptop auszumachen, sich zu entspannen. Kerzenschein, hast du gesagt, gute Gespräche. Kerzenlicht hat ein super Lichtspektrum, genau. Andrea-Patzelt.com. So, das war der erste Teil des Interviews mit Max Gotzler. Ich unterbreche hier ganz kurz. Im zweiten Teil geht es weiter und da spreche ich mit Max unter anderem darüber, was du tun kannst, um noch besser durchzuschlafen und auch, wie du souverän mit Stress umgehst. Bis gleich. Andrea Patzelt. Die Recruiting-Expertin für Premium- und Luxusautohäuser. Du möchtest einfach mehr? Dann geh jetzt auf andrea-patzelt.com oder schicke eine E-Mail an podcast@andrea-patzelt.com. podcast@andrea-patzelt.com.